Jetzt bei Anwälte im Einsatz. Die 16-jährige Jana Rust wird Mutter. Doch das Jugendamt will dem minderjährigen Mädchen das Baby wegnehmen. Rechtsanwältin Helga Nachtigall kämpft für Mutter und Kind. Also noch minderjährig. Dann werde ich morgen direkt beim Familiengericht die Vormundschaft für deinen Sohn Marc beantragen. Also Marc nehmen Sie mir auf gar keinen Fall weg. Das gibt's nicht. Die ist dazu verpflichtet, aufzupassen, dass es euch gut geht und dem Kind gut geht. Und sobald sie merkt, dass ihr mit Marc nicht klarkommt, nimmt sie euch das Kind weg. Die will unser Geld! Die wissen genau, was hier alle zu holen ist! Herr Kemper, tun Sie mir einen Gefallen und beruhigen Sie sich wieder. Es geht hier wirklich um eine wichtige Angelegenheit und vielleicht sollten wir wie vernünftige Menschen miteinander reden. Als ich in der Schule gehört habe, dass du ein Kind hast, musste ich einfach herkommen, denn das ist schließlich meins. Also Moment mal, Jana, wer ist denn nun der Vater? Die 16-jährige Jana Rust lebt gemeinsam mit ihrer alleinerziehenden Mutter Caroline und ihren drei Geschwistern in einfachen Verhältnissen in Berlin-Marzahn. Die Schülerin ist seit 8 Monaten mit dem 17-jährigen Basti Kemper zusammen. Doch die Teenager verheimlichen ihre Beziehung vor Bastis Eltern, aus Angst, dass die erfolgreichen Geschäftsleute Jana nicht akzeptieren. Und auch Janas Mutter weiß nicht alles. Dreh dich mal um. Du bist schwanger. Im wievielten Monat bist du? Im 8. Und ich wundere mich noch, warum du so weite Klamotten trägst. Warum hast du mir das so lange verheimlicht? Ja, weil du sofort ausgerastet wärst, hätte ich dir das vorher gesagt. Du hast keine Ahnung, was du dir damit antust. Du versaust dir mit dem Kind deine ganze Zukunft. Nein. Wenn ich das Kind bekommen habe, danach gehe ich wieder zur Schule und dann werde ich das schon alles schaffen. Das geht alles gut. Warst du in der Zeit überhaupt mal beim Arzt? Ja, ich war bei jeder Kontrolluntersuchung. Es ist alles super. Dem Kind geht's prächtig und mir geht's auch super. Na, wenigstens etwas. Ich muss zur Arbeit. Wir beide sprechen uns noch. Ach ja, ich bin nicht zum Kochen gekommen. Du kümmerst dich. Ich wusste, dass meine Mutter austickt, wenn ihr das mit der Schwangerschaft rausbekommt. Dabei geht's ihr doch gar nicht um mich. Die hat doch nur Angst, dass sie dann keinen Babysitter mehr hat. Ich hoffe, Basti redet bald mit der. So wake me up when it's all over. When I'm wiser. Gemeinsam mit ihrem Freund Basti will Jana noch einmal mit ihrer Mutter reden. Die werdenden Eltern wollen nicht bis zum späten Abend warten und fahren zu dem Supermarkt, in dem die 31-Jährige als Verkäuferin arbeitet. Caroline wurde selbst mit 15 Jahren Mutter und macht sich deshalb große Sorgen um die Zukunft ihrer ältesten Tochter. Du hast ihr mit dem Kind das ganze Leben kaputt gemacht. Ach, das ist doch völliger Blödsinn, was Sie da reden, ja? Jana und ich lieben uns. Wir wollen auch so schnell wie möglich heiraten. Heiraten? Ich glaube, jetzt hackt's. Mama, warum checkst du es endlich? Ja, wir lieben uns. Wir wollen zusammenziehen. Genau. Du wirst erst mal die Schule fertig machen und eine ordentliche Ausbildung finden. Kann sie doch noch immer machen, wenn wir zusammen wohnen. Ihr habt keine Ahnung, wie viel Zeit so ein Baby kostet, oder? Da kannst du nicht mehr einfach so zur Schule gehen, da bleibt nichts übrig. Und ich werde mich ganz bestimmt nicht um das Kind kümmern. Du wirst das Kind nach der Geburt zur Adoption freigeben und basta. Sag mal, hast du einen Schaden oder so? Was geht mit dir? Aber ich gebe mein Kind doch nicht zur Adoption frei. Niemand bestimmt, was wir mit unserem Kind machen, ja? Das werden wir ja noch sehen. Ey, du warst selber erst 15, als du mich bekommen hast. Du hast das alles auch auf die Reihe bekommen. Ja, und jetzt verlangst du von mir, dass ich mein Kind zur Adoption freigebe. Geht's noch? Schatz, aber das war doch was ganz anderes. Ich möchte, dass es dir mal besser geht. Komm, weißt du, Jana, lass einfach. Es bringt nichts, einfach darüber zu reden. Lass gehen. Die beiden Teenager sind fest entschlossen, ihr Kind zu behalten und eine kleine Familie zu gründen. Doch die Minderjährigen sind sich nicht sicher, ob sie das auch dürfen und haben kurzfristig einen Termin bei Rechtsanwältin Helga Nachtigall vereinbart. Aber meine Mama hat doch selber 4 Kinder. Ich verstehe nicht, wie sie von mir verlangen kann, dass ich mein Kind zur Adoption freigebe. Ich mache das auf gar keinen Fall. Jana, du bist minderjährig. Du bist 16 Jahre alt, richtig? Ja. Und da hat deine Mutter schon noch mitzureden. Das ist halt so. Aber ich kann dich beruhigen. Eins kann sie nicht. Sie kann dich nicht dazu zwingen, das Kind zur Adoption freizugeben.
Das beruhigt mich schon mal. Siehste, habe ich doch gesagt, dass das nicht funktioniert. Ja, so einfach ist das aber nicht. Das schaffen wir schon so einfach, das sehe ich, glaube ich, nicht so. Das ist schon eine große Herausforderung, neben der Schule ein Kind zu haben und das großzuziehen. Das ist schon schwierig. Ja, das schaffen wir schon. Wir haben doch uns. Ihr kriegt zwar vom Staat Kindergeld und bis zum dritten Lebensjahr des Kindes auch Erziehungsgeld vom Staat. Das wird aber nicht reichen. Ja, dann gehe ich nach der Schule arbeiten oder ich beende dieses Jahr eh meine Schule. Danach gehe ich zu einer Ausbildung. Da verdiene ich doch genug Geld für uns drei. Das Geld wird bestimmt nicht reichen. Und wir müssen wirklich prüfen, ob eure Eltern beide zusammen eventuell noch Unterhalt dazu zahlen müssen und auch überhaupt können. Das müssen wir prüfen. Und heiraten. Das wird überhaupt nichts und zusammenziehen. Aber warum das denn? Wir lieben uns doch. Da müssen eure Eltern alle beide zustimmen. Wie krass ist das denn? Das heißt, wir dürfen nur heiraten, wenn wir die Einverständniserklärung unserer beiden Eltern haben? Richtig. Meine Mama wird da niemals zustimmen, so wie die momentan drauf ist. Nee. Wie spießig meine Eltern sind, die zeigen mir doch einen Vogel, wenn ich denen mit Heirat oder sowas ähnlichem ankomme. Das ist eine schwierige Situation. Aber eine Möglichkeit haben wir vielleicht noch. Dass wir eure Eltern davon überzeugen, dass ihr euch liebt, dass ihr zusammenziehen wollt, dass ihr heiraten wollt. Und das sollten wir gemeinsam versuchen. Was sind das denn für bescheuerte Gesetze? Wieso muss meine Mutter einstimmen, wenn ich Basti heiraten möchte? Das geht ihr doch überhaupt gar nichts an. Und was ist, wenn sie dann auch noch bei ihrem Nein bleibt? Nachdem Basti bereits vergebens versucht hat, seinen Eltern von seiner Beziehung zu Jana zu erzählen, setzt das junge Paar all seine Hoffnungen in Helga Nachtigall. Drei Tage später hat die Rechtsanwältin Janas Mutter davon überzeugen können, sie zu Bastis ahnungslosen Eltern Manuela und Daniel Kemper zu begleiten. Gemeinsam wollen sie über die Zukunft der Teenager reden. Ja, Sie sind Anwältin. Hat mein Sohn Basti irgendwas angestellt? Ganz im Gegenteil, Frau Kemper, keine Sorge. Ihr Sohn Bastian und seine Freundin Jana haben mich gebeten, mit Ihnen zu sprechen über die gemeinsame Zukunft der Kinder. Wie jetzt? Also ich verstehe nur Bahnhof. Basti hat doch gar keine Freundin. Doch. Das wollte ich euch vor drei Tagen erzählen, aber ihr wolltet mir ja nicht zuhören. Du willst mir noch nicht erzählen, dass du mit Ella zusammen bist. Was soll das denn heißen? Die beiden sind seit 8 Monaten zusammen. Ha, das ist doch wohl ein Witz. Nee, Herr Kemper, das ist kein Scherz. Wie Sie sehen, das Kind kommt bald. Es eilt also schon ein bisschen. Und die Kinder brauchen ganz dringend ihre Unterstützung. Sag mal, du bist 17 Jahre alt. Du willst dir doch nicht hier ein Kind andrehen lassen. Doch, ich bin der Vater. Ich liebe Jana. Ja, sag mal, was heißt Liebe? Erzähl doch nicht so einen Quatsch, Junge. Das kann niemals sein, dass ihr ein Kind kriegt. Die will unser Geld. Die weiß genau, dass hier alle zu holen ist. Also, das reicht jetzt echt. Sie ticken doch wohl nicht ganz richtig. Wir sind auf ihr Geld ganz bestimmt nicht angewiesen. Ihre Scheißkohle interessiert mich gar nicht. Ich liebe ihren Sohn. Und deswegen kommen Sie gleich mit einer Anwältin. Hier ist natürlich klar, dass Sie ihn lieben. Herr Kemper, tun Sie mir einen Gefallen und beruhigen Sie sich wieder. Es geht hier wirklich um eine wichtige Angelegenheit. Und vielleicht sollten wir wie vernünftige Menschen miteinander reden. Ich will mich überhaupt nicht beruhigen. Verstehen Sie? Möchte gar nicht. Du machst mit ihr Schluss? Und dann ist alles so wie vorher. Jetzt hör auch mal so über Jana zu reden. Ich liebe sie und will sie heiraten, ja? Na, sag mal, wir lassen uns doch hier nicht einfach über den Tisch ziehen. Und Sie, junge Frau, sag Ihnen auch gleich, wenn Sie irgendwelche Ansprüche stellen, schriftlich, über unseren Anwalt und von dem hören Sie dann. Und mehr ist zu der Sache nicht zu sagen. Ich würde Sie bitten, alle vier raus. Ich habe keine Lust mehr dazu. Wir fürchten uns ganz schrecklich. Ja, Wiedersehen. Basti hat echt nicht übertrieben. Seine Eltern sind die reinsten Kotzbrocken. Was soll denn jetzt aus uns werden? Jana macht sich nach dem Rauswurf und dem gescheiterten Vermittlungsversuch große Sorgen, wie es weitergehen soll. Und auch von ihrer Mutter Caroline bekommt das schwangere Mädchen nur Gegenwind. Verstehst du einfach nicht, dass du mit 16 zu jung bist, um Mutter zu spielen? Ich spiele nicht Mutter, ich werde Mutter. Sieh doch mal ein, dass die Adoption die einzig vernünftige Lösung ist. Hast du jetzt einen Totalschaden oder so? Ich gebe das Kind doch nicht zur Adoption frei. Ah, Mama! Jana, was ist los? Oh nein. Oh nein. Die Wehen. Warte, bleib ruhig. Ich rufe das Krankenhaus an. Tief durchatmen, Schatz. Vier Wochen vor dem errechneten Geburtstermin kommt der kleine Mark in einem Berliner Krankenhaus zur Welt. Jana und Basti sind überglücklich, dass es ihrem Baby gut geht. Hallo. Hi. Ich habe die Schwestern gefragt, die haben mir noch eine Vase gegeben. Hey, sie besser frisch bleiben. Das lieb. Du, hat dir eigentlich schon jemand gesagt, wie lange du und Marc hier im Krankenhaus bleiben? Nee, das noch nicht, aber die Ärzte meinten, dass der Kern gesund ist und alles super ist. Das ist ja erstmal wichtig, ne? Du süßer Kleine. Deine Nase hat er übrigens.
Meinst du? Ja. Haben deine Eltern eigentlich noch irgendwas gesagt? Komm mir auf mit denen. Weißt du, die haben mich wie ein Auto angeschaut, als ich gesagt habe, ich fahre zu meinem Sohn und zu Jana ins Krankenhaus. Oh Mann. Du sag mal, aber wo sollen wir jetzt eigentlich hin, wenn wir hier rauskommen? Keine Ahnung, ins Ausland. Auf jeden Fall irgendwo dahin, wo wir nicht gestört werden oder so. Darf ich mal Hallo sagen? Was machen Sie denn hier? Deine Mutter hat mich angerufen und hat mir gesagt, dass das Baby geboren ist. Herzlichen Glückwunsch. Toller Wonneproppen. Danke. Hä? Er heißt Marc. Er heißt Marc. Und ja, alles gesund und munter. Herzlichen Hallo. Glückwunsch, Basti. Ja, er ist entwickelt wie ein 9-Monats-Baby und kein gesund. Toll. Wunderbar. Schön, wenn das Kind gesund ist. Was habe ich gerade gehört? Ihr wollt ins Ausland? Ja, was sollen wir denn machen, wenn die ganze Welt gegen uns ist, vor allem unsere Eltern? Was bleibt uns denn da anderes übrig? Das ist keine gute Lösung. Wir müssen eine andere Möglichkeit finden. Und ich würde vorschlagen, Jana überlegt noch erst noch mal, ob sie dich doch vielleicht in ein Mutter-Kindheim geht und lernt, mit dem Wurschtelchen umzugehen. Da sind viele Handreichungen, die man dort mitkriegt und die einem helfen. Auf gar keinen Fall. Wir sind eine Familie und ins Mutter-Kindheim, nee. Das Krankenhaus hat garantiert das Jugendamt schon informiert und das Jugendamt wird sich über eure Lebenssituation informieren. Wieso, wie das Jugendamt, wieso das denn? Weil ihr minderjährig seid, kann Jana das Sorgerecht nicht ausüben. Aber die können wir Marc jetzt nicht einfach wegnehmen, oder? Jana, ich verspreche dir, ich werde alles versuchen, dass du das kleine Wurschtelchen behalten kannst. Jana hat in der Nacht kaum ein Auge zugemacht. Zu sehr belastet die junge Mutter die Ungewissheit, wie es mit ihr und dem kleinen Marc weitergehen soll. Am nächsten Morgen bekommt die 16-Jährige bereits Besuch von Saskia Busche, einer Mitarbeiterin des Jugendamts. Du wunderst dich jetzt sicherlich, warum hier das Jugendamt auftaucht. Mein Anwalt hatte mich darüber schon informiert, dass da wer vom Jugendamt kommen wird. Dann hat dein Anwalt dich sicherlich auch in Kenntnis gesetzt, dass du vorerst das Sorgerecht für deinen Sohn Marc nicht ausüben kannst, weil du noch nicht 18 bist. Und als Vater hast du einen Basti Kemper angegeben? Ja, Basti ist mein Freund und auch der Papa von Marc. Okay, wie alt ist dein Freund? Noch 17, aber der wird jetzt bald auch 18 werden. Gut, also noch minderjährig. Dann werde ich morgen direkt beim Familiengericht die Vormundschaft für deinen Sohn Marc beantragen. Nee, also Marc nehmen Sie mir auf gar keinen Fall weg. Das gibt's nicht, nee. Jana, warte doch mal. Du brauchst keine Angst haben. Ich will dir Marc nicht wegnehmen. Amtsvormundschaft bedeutet lediglich, dass das Jugendamt das Sorgerecht so lange übernimmt, bis du 18 bist. Ja, und was passiert dann so lange mit Marc? Na, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, kannst du mit ihm auch in ein Mutter-Kind-Heim gehen. Nee, also Heim kommt für mich auf gar keinen Fall in Frage. Da gehe ich auf gar keinen Fall mit Marc hin. Also ich werde die Sache jetzt erstmal prüfen und solange ich mich nicht melde, darfst du auf keinen Fall mit deinem Kind das Krankenhaus verlassen, okay? Ja. Ich werde mich melden. Ja, okay. Mach's gut bis dahin. Okay. Tschüss. Tschüss. Während Jana ungeduldig im Krankenhaus ausharrt, hat Saskia Busche die Eltern des ebenfalls noch minderjährigen Kindsvaters angeschrieben. Da Manuela und Daniel Kemper auf den Brief aber auch zwei Tage später immer noch nicht reagiert haben, stattet die Jugendamtsmitarbeiterin ihnen spontan einen Besuch ab. Frau Kemper, ich hatte Sie schriftlich gebeten, einen Termin mit mir zu vereinbaren. Das ist leider nicht erfolgt. Ihr minderjähriger Sohn Basti ist ja Vater geworden. Aber ich denke, vielleicht sollten wir das mal in Ruhe klären. Ja, dazu gehen wir mal ins Wohnzimmer. Das ist mein Mann, Daniel. Das ist die Frau Busche vom Jugendamt, die uns neulich diesen Brief geschrieben hat, ja? Guten Tag, Herr Kemper. Kommen Sie wegen dieser angeblichen Vaterschaft meines Sohnes Basti? Dann sage ich Ihnen gleich, da sind Sie ja völlig falsch. Mein Sohn hat mit diesem Kind überhaupt nichts zu tun. Okay, die Mutter des Kindes, Jana Rust, gibt aber an, dass ihr Sohn Basti der Vater des Kindes ist. Ja, dann lügt sie. Aber es ist doch richtig, dass die beiden befreundet sind, oder? Ja, die kennen sich so von so einer Schulaktion. Und daher weiß Jana auch, dass es hier bei Basti was zu holen gibt. Die will den nur abzocken. Die will ihm ein Kind andrehen, was ja nicht von ihm ist. Der geht's nur um Kohle, nichts anderes. Oh, ihr habt besucht. Na egal, ich wollte nur schnell Bescheid sagen. Ich fahre jetzt ins Krankenhaus zu Marc und Jana, um die neuen Sachen vorbeizubringen. Sag mal, hast du eine Meise? Holst du noch irgendwelche Zeug hier für die Braut? Jana ist meine Freundin, ob es euch passt oder nicht. Ja, wir haben uns hier jahrelang was aufgebaut. Willst du das alles kaputt machen? Du machst dein ganzes Leben kaputt. Aber wenn du meinst, dann mach. Mein Gott, Junge, merkst du nicht, dass dieses Mädchen dich nur ausnutzen? Hey, was für ein Bullshit ist das denn? Nur weil ihre Familie nicht so viel Geld hat, heißt es noch lange nichts, ja? Jana ist die Mutter meines Sohnes, okay? Weißt du, was wir machen, wenn du nicht freiwillig einen Vaterschaftstest machen lässt? Dann zwingen wir dich, über einen Anwalt einen machen zu lassen. Wie bitte? Vaterschaftstest? Sag mal, geht's euch noch gut? Marc ist mein Sohn, okay? Habt ihr es verstanden? Ob es euch passt oder nicht?
Gott! Herr Kemper, es ist sicherlich vernünftig, einen Vaterschaftstest machen zu lassen. Aber nichtsdestotrotz brauchen Sie das Einverständnis von Jana und der Mutter. Als ob die dazu bereit ist, das macht die da sowieso nicht. Die will Kohle abzocken, mehr nicht. Das wird sich ja dann rausstellen. Bloß sollte Basti tatsächlich der Vater von Marc sein, dann muss er auch Unterhalt zahlen und Umgang mit dem Kind haben, egal wie Sie dazu stehen. Mach du das, ehrlich. Du, das werden wir ja alles sehen, wie sich das entwickelt und ob da wirklich was dran ist. Jana hat ihre Rechtsanwältin inzwischen über den Besuch der Jugendamtsmitarbeiterin informiert. Die Juristin weiß um den Ernst der Lage und will heute mit Janas Mutter reden. Ohne Carolins Unterstützung wird die Teenie-Mutter ins Mutter-Kindheim gehen müssen, wenn sie ihr Baby nicht verlieren will. Was macht ihr denn hier für einen Krach? Angelina, gib mir die Fernbedienung. Es reicht jetzt. Das ist mir völlig egal. Ich möchte, dass ihr jetzt aus dem Wohnzimmer verschwindet. Aber ruckartig. Ich will keinen Mucks mehr von euch hören. Hört auf, ihr sollt leise sein. Es tut mir leid, Sie sehen ja, was hier los ist. Kein Problem, Frau Ross. Als alleinerziehende Mutter ist das nicht so einfach. Danke. Ich bin eigentlich heute zu Ihnen gekommen mit einer Bitte. Ich weiß, dass Ihnen das nicht gefällt, dass Ihre 16-jährige Tochter nun jetzt ein Kind bekommen hat. Aber Jana braucht sie ganz dringend und ich bitte Sie herzlich, sie zu unterstützen. Natürlich helfe ich ihr. Ich liebe sie. Sie ist meine Tochter. Das ist nämlich deshalb auch so wichtig, weil ich Ihnen vorschlagen wollte, dass Sie Marc und Jana hier einziehen lassen und dann die Vormundschaft für Marc übernehmen. Vormundschaft. Ich weiß jetzt schon meistens nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Und dann soll ich auch noch ein Baby großziehen? Naja, das ist natürlich eine Voraussetzung dafür, dass Jana und Marc hier bei Ihnen wohnen, dass das Jugendamt das auch akzeptiert. Sie wissen, wie vernarrt Jana in ihr Kind ist und sie würde das Kind nie in eine Pflegefamilie geben. Es bliebe dann nur, wenn sie hier nicht einziehen kann mit Marc, das Mutter-Kind-Heim. Und das wird sie wohl nicht wollen und sie sicherlich auch nicht. Und Marc ist ja schließlich ihr Enkel. Ich will ja Jana wieder hier haben. Sie ist meine größte Stütze. Sie unterstützt mich mit den Kindern und im Haushalt. Ohne sie würde hier alles landunter sein. Nein, Frau Ross, Sie dürfen nicht an Ihren Haushalt und an Ihre Kinder denken, sondern Sie müssen jetzt ausschließlich an Jana denken und an nichts anderes. Das ist das Wichtige. Und nur so können wir das Jugendamt davon überzeugen, dass Sie diese Vormundschaft haben wollen. Anders funktioniert es nämlich nicht. Wollen Sie darüber noch mal nachdenken? Gemeinsam mit Jana? Na gut, dann soll Jana hier wieder einziehen. Und ich bespreche das mit ihr. Ich bin froh, dass Frau Rust sich dafür entschieden hat, dass Marc und Jana wieder bei ihr einziehen können. Wenn das Jugendamt damit einverstanden ist, dann wird sie auch die Vormundschaft für Marc vom Gericht übertragen bekommen. Sollte das Jugendamt allerdings mitkriegen, dass Frau Rust sie wieder als Putze und als Haushaltshilfe und Babysitter einsetzt, dann können wir das Ganze hier vergessen. Zwei Tage später darf Jana das Krankenhaus mit Marc verlassen. Caroline hat mittlerweile die Vormundschaft für ihren Enkelsohn beantragt. Während das Jugendamt damit einverstanden ist, dass Jana wieder bei ihrer Mutter lebt, prüft das Vormundschaftsgericht den Fall noch. Die Teenie-Mutter ist zwar erleichtert, dass sie ein Zuhause für sich und ihr Baby hat, aber richtig glücklich ist sie mit dieser Lösung nicht. Jessica ist krank geworden, ich muss für sie einspringen. Ich muss leider sofort los. Passt du auf deine Geschwister auf, bitte? Mama, das kannst du jetzt echt nicht. Ja, es tut mir leid. Ich muss los. Sorry, ich hab Mama, du hast versprochen, du passt mal selber auf deine Kinder auf. Das kannst du jetzt echt nicht bringen. Das glaube ich jetzt ja wohl gar nicht. Raus aus meinen Klamotten. Ihr räumt das alles sofort wieder auf. Jana hilft euch, wenn sie mit Marc fertig ist. Hallo. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich schaff das jetzt nicht noch, auf die aufzupassen. Schatz, du, auf dich hören die sowieso mehr auf als auf mich, bitte. Das geht jetzt echt nicht. Wann kommst du wieder? Es kann spät werden. Eine Stunde später hat die völlig überforderte Jana es endlich geschafft, Marc zu wickeln und zum Schlafen zu bringen. Die 16-Jährige will gerade das Chaos, das ihre Geschwister in der Wohnung angerichtet haben, beseitigen, als Saskia Busche vom Jugendamt unangemeldet vor der Tür steht. Hallo. Hallo Jana. Ich wollte mal nachschauen, ob du dich zu Hause wieder eingelebt hast. Ja, kommen Sie rein. Aber wundern Sie sich nicht, es ist ein wenig unordentlich. Sag mal, was ist denn das hier für ein Lärm? Ja, das sind meine drei kleinen Geschwister.
Und wo ist deine Mutter? Ja, die ist am Arbeiten. Kommt das öfters vor, dass deine Mutter weg ist? Ja, was heißt weg? Die ist immer arbeiten. Aber aufgeräumt ist es hier jetzt auch gerade nicht. Ja, oder ordentlich. Und von Sauberkeit kann man hier jetzt auch nicht sprechen. Ja, ich muss Marc noch die Flasche machen. Danach hatte ich eh vor, mir alles sauber zu machen und aufzuräumen. Jana, du kannst mir nichts vormachen. Eigentlich sollte deine Mutter dir den Rücken frei halten. Offensichtlich geschieht das hier nicht. Und daher denke ich, es wäre besser, wenn du mit Marc in ein Mutter-Kindheim gehst. Nein, also ins Mutter-Kindheim gehe ich auf gar keinen Fall. Ich will viel lieber hier bei meiner Mama bleiben. Das glaube ich dir, aber das kann ich nicht verantworten. Und die Amtsvormundschaft für Marc bleibt auch bestehen. Ja, gibt es da nicht wenigstens noch eine Möglichkeit, dass ich mit meinem Freund und mit Marc in eine eigene Wohnung ziehen kann? Jana, dazu bist du viel zu jung. Wir müssen auch darauf achten, dass es nicht nur Marc, sondern auch dir gut geht. Und hier gehst du offensichtlich unter. Ich muss dann auch los. Ja. Ich melde mich bei dir, sobald ich ein Mutter-Kind-Heim für Marc und dich gefunden habe. Ja, okay. Tschüss. Hallo. Hallo. Tag. Hey. Hey. Oh, Scheiße. Hey, Schnuggi, was ist denn los? Sie sind voll fertig aus. Ist was passiert? Ja, es war gerade die Alte vom Jugendamt. Die will mich in irgendein scheiß Mutter-Kind-Heim stecken. Wie bitte? Ohne Witz, das lasse ich nicht zu, dass sie dich da ins Heim reinstecken. Was willst du bitte dagegen machen? Weißt du was? Da habe ich so eine richtig gute Idee.